Welche Top-Level-Domains wähle ich aus für mein Unternehmen? Und vor allem, wie schaffen Sie es denn, dass Sie die Top-Level-Domains, die Sie haben möchten, also sprich, die zum Beispiel Ihre Marken und Firmennamen beinhalten, dass Sie diese auch bekommen? Ja, und über diesen Themenkomplex, darüber spricht jetzt von DOT Saarland e.V. Frau Dorothea Marx. Gut, das Thema, das ich heute für Sie näher beleuchten möchte, ist die Revolution im Namensraum Internet, die kurz bevorsteht. Es geht darum, wie Sie sich als Unternehmen, als Firma auf die neuen Top-Level-Domains vorbereiten können. Ab 2014, also schon ab kommendem Jahr, wird es zahlreiche neue Endungen für Webadressen geben. Die nennt man auch Top-Level-Domains oder kurz TLDs. ittag-saarland.de kann dann zum Beispiel zu ittag.saarland werden. Voraussichtlich wird es insgesamt bis zu 700 solche neue TLDs geben, die ein offenes Registrierungskonzept haben. Das heißt, sie sind für jedermann frei auf dem Markt registrierbar. Darunter sind natürlich viele TLDs, die auf spezifische Themen und Interessen zugeschnitten sind, und es werden sehr viele kurze, einprägsame, prägnante Namen verfügbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese neuen Top-Level-Domains auch neue Möglichkeiten für Gefahren bieten, darunter Cyber-Squatting, Domain-Grabbing oder auch Phishing. Deswegen ist es natürlich zentral, eine Strategie zu entwickeln, wie Sie als Unternehmen diesen neuen Top-Level-Domains begegnen können. Ziel ist es dabei natürlich, insbesondere als Markeninhaber, die Notwendigkeit rechtlicher Schritte zu minimieren und natürlich zu garantieren, dass man die Domainnamen erhält, die man sich für sein Unternehmen auch wünscht. Ich möchte zunächst mal Ihnen einen Überblick geben über die neuen TLDs allgemein und insbesondere natürlich die, die für die IT-Branche interessant sein könnten. Die ca. 700 TLDs, die neu kommen, können nach ihrer Wortbedeutung in verschiedene Kategorien eingeordnet werden. Natürlich finden Sie je nach Anbieter, also Domainregistrar, verschiedene Einordnungen. Ich habe mich jetzt auf eine konzentriert. Insgesamt kann man sagen, dass je nach Branche ungefähr 100 bis 150 dieser Domainendungen interessant sein werden. Für die IT-Branche von besonderem Interesse sind sicher die Endungen aus dem Bereich Computer, Internet, aus der Kategorie Technik, geografische Endungen wie zum Beispiel .saarland, die aus dem Bereich Handel und solche, die mit Unternehmen allgemein und dem Jobbereich zu tun haben. Wir gehen davon aus in der Branche, dass allgemeingültige Begriffe wie .shop, .web oder auch Namen von Regionen und Städten wie .berlin, .saarland oder auch .wien sich voraussichtlich auf dem Markt durchsetzen werden. Wichtig ist natürlich aber auch je nach Branche nach den branchenspezifischen Top-Level-Domains zu sehen. Das wären für die IT-Branche Beispiele wie .software, .social, .hosting oder .cloud. Insgesamt kann man davon ausgehen, auch im Bereich der IT-Branche, dass es ungefähr 100 TLDs sein werden, die von Interesse sind. Ich habe jetzt für Sie vorab schon mal diejenigen ausgewählt, die für IT-Unternehmen in Deutschland, in Österreich und der Schweiz von Interesse sein könnten. Wie geht man jetzt vor? Welche Strategie entwickelt man am besten, um sich vorzubereiten auf diese massive Anzahl an neuen Domainendungen? Bislang war es häufig üblich, präventiv, gerade für Markeninhaber, alle Domainnamen zu registrieren unter allen Endungen. Bei einer Anzahl von 700 neuen Top-Level-Domains ist die Strategie natürlich recht schwierig und vor allem sehr kostenintensiv. Wenn wir zum Beispiel von einer Marke ausgehen und 150 interessanten TLDs und Sie dann bedenken, dass die Registrierung in der Einführungsphase einer neuen TLD, die sich speziell an Markeninhaber richtet, ca. 120 Euro pro Endung kosten könnte, dann sind Sie ganz schnell bei 18.000 Euro im ersten Jahr, ohne natürlich die Folgekosten der folgenden Jahre noch zu berücksichtigen.
Es ist auch so, dass wenn Sie vorab alle Ihrer Marke entsprechenden Domainnamen registrieren, natürlich semantische oder phonetische Varianten dieser Marke noch nicht abgedeckt sind. Deswegen bietet es sich an, im Hinblick auf die neuen Top-Level-Domains eine andere Strategie zu wählen, die sogenannte Mischstrategie aus präventiver Registrierung einerseits und aus dem Domain-Monitoring andererseits. Wie gehe ich jetzt konkret vor, wenn ich mich für diese Mischstrategie entscheide? Zunächst mal steht am Beginn die Marktanalyse. Das, was ich jetzt Ihnen eben schon gezeigt habe, dieser Pool von ca. 100 Top-Level-Domains, die für die IT-Branche interessant sein könnten, davon müsste man quasi ausgehen und darauf aufbauend für sich, für sein Unternehmen eine TLD-Klassifizierung vornehmen. Sie sollten dann unterscheiden zwischen Top-Level-Domains, in denen Ihre Marke repräsentiert sein sollte, dann solche Endungen, in denen Sie präsent sein könnten und wiederum natürlich diejenigen, die für Sie zu vernachlässigen sind. Wie kann ich bei dieser Klassifizierung vorgehen? Welche Kriterien gibt es? Vielleicht ein kurzer Blick darauf. Es geht natürlich darum, einzuschätzen, wie relevant ist diese Endung jetzt wirklich für meine Branche? Passt das zu dem Bereich, in dem ich aktiv bin? Welche Zielgruppe wird jetzt auch von der Registrierungsstelle, die diese Domainnamen vergibt, angesprochen? Ist da die Ausrichtung ähnlich, werden die Marketing machen, das auch in diese Richtung geht? Wie sind die Vergaberichtlinien seitens des Betreibers? Sind die sehr streng, sehr rigide? Ist sehr viel vorgesehen, um Markeninhaber auch zu schützen? Und wie sind eigentlich die Registrierungskosten? Wenn die insgesamt sehr hoch angesetzt sind, würde es sich wahrscheinlich empfehlen, eher diese TLD ins Monitoring zu schicken und nicht proaktiv als Domain zu registrieren. Kommen wir jetzt zunächst mal nochmal zu diesen TLDs, die Sie für sich so eingeordnet haben, dass sie proaktiv registriert werden sollten. Wie gehe ich jetzt hier vor? Nun, das beste Vorgehen ist tatsächlich, diese Domainnamen in der sogenannten Sunrise-Phase zu registrieren. Das ist eine Phase bei den TLD-Launches, bei den TLD-Einführungen, die sich speziell an Markeninhaber richtet. Das heißt, nur Markeninhaber können in dieser Zeit ihre Marken als Domainname registrieren. Sie haben somit natürlich eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, diese Domains zu bekommen. Es sei denn, es gibt natürlich gültige Markenbewerbungen, die Ihrer Marke auch entsprechen. Wenn Sie eine Marke besitzen und an solch einer Sunrise-Phase teilnehmen möchten, müssen Sie allerdings vorab Ihre Marke bei dem sogenannten Trademark Clearinghouse registrieren. Das ist eine Organisation, die von der ICANN, der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, also der höchsten Internetverwaltung, eingerichtet wurde, um genau die Marken zu evaluieren und sie für gültig zu befinden. Es gibt noch einen zusätzlichen Schutz, der von der Internet Corporation vorgesehen wurde für Markeninhaber. Dieser geht schon ein wenig in die Richtung des Monitorings auch, was Ihnen dann abgenommen wird. Und zwar sind das die sogenannten Trademark Claims. Es gibt eine Trademark Claims Phase, die dauert 90 Tage an und beginnt, sobald eine Top-Level-Domain allgemein auf dem Markt verfügbar wird. Das heißt also, dann sind die Markenrechte und so weiter bei der Registrierung schon abgehakt. Jedermann kann dann registrieren. Was passiert dann? Dieses Trademark Clearinghouse warnt Registranten, also potenzielle Käufer, vor rechtsmissbräuchlichen Registrierungsversuchen. Wenn Sie versuchen, eine Domain zu registrieren, die als Marke registriert wurde beim Trademark Clearinghouse, wird die Person gewarnt. Geht derjenige aber hin und registriert den Domainnamen trotzdem, wird der Markeninhaber selbst darüber informiert, dass da eine rechtsmissbräuchliche Registrierung stattgefunden hat und er kann quasi erwägen, ob er rechtliche Schritte einleiten möchte, um die Domain für sich zurückzugewinnen. Ich gehe davon aus, dass nicht jeder, der hier sitzt, beziehungsweise Ihr Unternehmen eine eigene Marke unbedingt besitzt. Deswegen möchte ich kurz einen kleinen Exkurs einfügen für Firmen, die keine Markenrechte besitzen. Wie können die jetzt vorgehen? Es empfiehlt sich definitiv, wenn Sie diese Klassifizierung gemacht haben und auch herausgefunden haben, welche TLDs für Sie interessant sind, genau die Vergaberichtlinien dieser Registrierungsstellen zu prüfen.
Denn beispielsweise bei Punkt Saarland ist es so, dass es nicht nur eine Sunrise für die Markeninhaber geben wird, also eine bevorzugte Registrierung, sondern sie können auch, wenn sie als Unternehmen oder Verein im Handels- bzw. Vereinsregister registriert sind, können sie den entsprechenden Namen als Domain bevorzugt registrieren lassen. Das sind natürlich gute Gelegenheiten für Unternehmen, die keine Markenrechte benutzen, auch sicherzugehen, dass sie ihre entsprechenden Domains bekommen. Bei den übrigen TLDs, die nicht unbedingt solche Sonderregelungen haben, empfiehlt es sich definitiv, in der sogenannten Landrush-Phase zu registrieren. Das ist eine Phase, die nach dieser Sunrise für Markeninhaber steht bei der Einführung einer TLD, in der zwar grundsätzlich jeder berechtigt ist, Domainnamen zu registrieren, allerdings sind in dieser Phase die Preise ein wenig höher, das heißt, die Konkurrenz ist natürlich geringer und, was sehr wichtig ist, im Regelfall ist es so, wenn es zwei Bewerbungen oder mehrere Bewerbungen um den gleichen Domainnamen gibt in dieser Phase, gehen die danach in eine geschlossene Auktion. Das heißt, nur diejenigen, die sich vorab um diesen Namen beworben haben, die ihn registrieren wollten, gehen dann in die Auktion und sie haben auch da noch eine Chance, bevorzugt den Domainnamen zu bekommen. Es ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, bereits jetzt sich zu überlegen, ob man unverbindliche Vorbestellungen bei Domainanbietern macht. Denn sie garantieren sich einfach damit, dass sie rechtzeitig informiert werden, wenn die jeweilige Top-Level-Domain, die für sie interessant ist, tatsächlich auf den Markt kommt. Jetzt nochmal zurück zu den Markeninhabern. Wir haben gesehen, sie sollten in der Sunrise ihre Domains proaktiv registrieren. Sie haben mit der Trademark-Claims-Phase eine gute Möglichkeit für den Einstieg ins Domain-Monitoring. Wie kann man das jetzt noch durch professionelles Domain-Monitoring ergänzen? Wenn Sie bei einem Anbieter sind, der so etwas anbietet, erhalten Sie einen Überblick über alle laut Ihrer Klassifizierung nicht proaktiv registrierten TLDs. Sie bekommen in dem Monitoring in der Regel Infos über die Domainnamen, die registriert sind, mit exakter, aber auch ungefährer Markenübereinstimmung. Sie erhalten Screenshots der gefundenen Webseiten und natürlich auch die Inhaberdaten der Domainnamen, damit Sie unter Umständen, wenn Sie rechtliche Schritte anstoßen wollen, natürlich denjenigen kontaktieren können. In der Regel ist es so, dass man rechtliche Schritte tatsächlich angehen sollte, wenn klar ist, dass diese Domainnamen geschäftlich genutzt werden, somit ihrer Marke quasi Schaden auch zugefügt wird. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt für rechtliche Schritte? Am Anfang steht natürlich die Abmahnung, was die einfachste Vorgehensweise ist. Das heißt, der Inhaber dieser rechtswidrig registrierten Domain wird aufgefordert, diese zu löschen oder die Benutzung der Domain zu unterlassen. Wenn das nicht fruchtet, hat die Internetverwaltung zwei Schiedsverfahren vorgesehen. Einmal ist das die Uniform Rapid Suspension, URS kurz. Das ist ein Verfahren, das erst neu eingeführt wird mit den neuen Top-Level-Domains. Es ist relativ günstig, 300 bis 500 US-Dollar pro Verfahren. Dauert nicht länger als 20 Tage, ist also vergleichsweise kurz. Und der einzige Nachteil dabei ist, dass Ihnen kein Übertragungsanspruch gewährt wird. Das heißt also, wenn die Entscheidung in Ihrem Sinne ausfällt, wird die Domain gesperrt bis zum Laufzeitende und wird danach wieder zur Registrierung freigegeben. Wenn Sie also Pech haben, könnte tatsächlich wieder eine rechtsmissbräuchliche Registrierung dann stattfinden. Anders ist dies bei der Uniform Dispute Resolution Procedure. Das ist ein bewährtes Schiedsverfahren, das schon lange Zeit funktioniert. Es ist allerdings etwas teurer, liegt zwischen 1.000 und 1.500 US-Dollar, je nachdem, wie viele Domains auch in das Verfahren eingebunden sind. Der große Vorteil ist hier allerdings natürlich, dass Ihnen nicht nur ein Unterlassungsanspruch gewährt wird, sondern Sie wirklich auch, sollte Ihnen Recht gegeben werden, den Übertragungsanspruch erhalten. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meinem kurzen Überblick zeigen konnte, dass eine Mischstrategie aus präventiver Domainregistrierung und Monitoring in der Lage ist, den Markeninhabern einen effektiven und auch vergleichsweise kostengünstigen Schutz zu liefern. Wenn Sie Markeninhaber sind und auch wenn Sie ein Unternehmen ohne Markenrechte sind, Sie sollten jetzt langsam beginnen mit der Analyse und der Klassifizierung der neuen Top-Level-Domains.
im Hinblick auf Ihr Unternehmen oder auch Ihre Marke. Denn es ist gut möglich, dass tatsächlich bereits im Januar die erste Sunrise-Phase beginnt, also die erste Phase bei einer neuen TLD, wo Markeninhaber dann registrieren dürfen. Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, die Marken circa einen Monat vor dem Sunrise-Start der ersten für Sie interessanten TLD beim Trademark Clearinghouse zu registrieren. Es empfiehlt sich einfach damit noch ein bisschen zu warten, weil wenn Sie das bereits jetzt machen, fallen Kosten an, ohne dass tatsächlich schon auf dem Domainmarkt sich etwas getan hat. Mit dem Domain Monitoring sollten die Markeninhaber auch starten, sobald natürlich die erste TLD verfügbar wird, die sie nicht proaktiv registrieren möchten, wo sie sich entscheiden, ist es besser, diese zu beobachten. Und wenn wir jetzt von Firmen ausgehen, die natürlich keine Markenrechte besitzen, ist es wirklich erwägenswert, die Domains in der sogenannten Landrush-Phase zu registrieren, einfach weil sie dann eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Selbst wenn Sie mit einer Mehrfachbewerbung in der geschlossenen Auktion landen, Sie müssen sich ja dann nicht entscheiden, dafür dort mitzubieten, aber Sie haben im Prinzip alles dafür getan, dass Sie den Domainnamen tatsächlich erhalten. Es ist auch eine gute Überlegung, jetzt schon mit den unverbindlichen Vorbestellungen zu beginnen, denn Sie garantieren sich einfach, dass Sie wirklich up-to-date bleiben, dass Sie von Ihrem Anbieter Ihrer Wahl informiert werden. Diese TLD kommt dann und dann auf den Markt, einfach, dass Sie auch dranbleiben und Ihnen angesichts dieser 700 TLDs, die da dann Schlag auf Schlag nächstes Jahr kommen werden, nicht den Überblick verlieren. Im Hinterkopf sollte man sich auch behalten, dass es natürlich sein kann, dass auch konkurrierende Firmen sich mit einprägsamen generischen Namen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Denken Sie zum Beispiel also an solche Namen wie Software.download oder Cloud.services oder auch Online.marketing. Das sind natürlich alles wohlklingende Domainnamen, die über Suchmaschinen sehr gut gefunden werden, die Sie als Marketinginstrument gut verwenden können. Und auch hier empfiehlt es sich natürlich, frühzeitig vorzubestellen, damit man sich eine gewisse Chance sichert, den Domainnamen tatsächlich zu erhalten. Danke.